Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 13 Ultimate Team. Heute wieder ein Pack Opening und zwar zweimal die großen Gold Packs. Hier seht ihr schon mal mein erstes kleines billiges Gold Team, was ich mir so gerade eben zusammen gekauft habe. Ja, fangen wir direkt an mit dem ersten Gold Pack. Und das Premium Ding hier, 7500 Coins. Und los geht's. Und bam. So, was haben wir hier alles gekriegt? Oh, das sieht schlecht aus. Oh, ein Barcelona-Wappen. Das könnte durchaus 2.000 bis 3.000 Coins wert sein. Das Kader-Ding hier. Naja. Ein Wappen. Nee, das war nicht der Burner. Nee, aber wenigstens ein halbwegs gutes Wappen. Na gut, das war schon mal nix. So, gehen wir direkt weiter zum nächsten Pack Opening. Und zwar noch einmal das große. Und Feuer frei. Und bam. Oh, ja, was haben wir hier? Glänzendes 4-3-3. Das könnte dann durchaus was wert sein. Das war in FIFA 12, ich glaube, 5000 wert. Hier haben wir Verträge. Ist das Luca Toni? Scheint mir so. Oh, ist der Scheiß langsam. Nee, auch dieses Pack war leider ein Griff ins Klo. So, Luca Toni ist nur 1000 Coins wert, beziehungsweise 800 per Sofortkauf. So, und jetzt schaue ich mir nochmal das Wappen an, was das wert ist, und die Formationskarte. So, die Formationskarte 4-3-3 ist zwischen 3000 Coins und 5000 Coins wert, was ich jetzt hier so gesehen habe. Jupp, 3 bis 5000 Coins ungefähr. So, und zu guter Letzt noch das Barcelona-Wappen. Das ist 2000 bis 5000 Coins wert. Hier ist es für 4500 per Sofortkauf. Ja, trotz alledem habe ich nur Verlust gemacht in dem Pack. Also das war nicht gut. Naja, das nächste Pack kommt bestimmt. Ich sag tschö, bis zum nächsten Mal.